Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas, ich bin heute mal wieder unterwegs. Und zwar heute keine Lost Place Tour, sondern ich werde mir das Weiberlach vornehmen, das jetzt hier bei uns in der fränkischen Region ist. Den Staffelberg habe ich ja schon erfolgreich bestiegen und deswegen haben wir gedacht, gehen wir ins Weiberlach. Und ja, jetzt sitze ich gerade hier mitten in der Prärie und weiß gerade nicht, wo ich bin. Aber die Jungs hier, also falls ihr die jetzt auf dem Video sehen könnt, ich glaube, die fühlen sich hier ziemlich wohl. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke, dass ich den Parkplatz finde und dann geht's auf. Hoch zum Weiberler, Freunde. Ich nehme euch mit. Bis gleich. So, gehen wir los. Ich habe noch keinen Plan oder keine Ahnung, wo es jetzt da genau hochgeht. Ich bin auch das erste Mal hier, aber ich vermute mal, immer den Leuten entlang, also da so hoch, vermute ich mal, dass es da hoch geht und dass da dann im Endeffekt, sage ich mal, ja, das Weiberlach ist. Hier sind noch ein paar Tafeln, jetzt gehen wir noch mal hin und schauen uns das mal an. So, Weiberlach da hoch, also 1,3 Kilometer. Ja, ist ja gar nicht so dramatisch, hätte ich jetzt gedacht. Muss ich sagen, packen wir es. Auf jeden Fall da oben ist der Berg, da wollen wir hin. Ist auch noch eine Input, hatte ich gerade. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Also sie meinten, dass er von der Regierung her jetzt nicht so extrem ist. Aber ja, für mich das erste Mal. Dann würde ich sagen, auf wie geht's? Also hier haben wir noch ein paar Tafeln, Wandertafeln ähnliches. Zum Beispiel kannst du ja von Kirche einfach los, Parkplatz, und dann kannst du hochlaufen. Wie gemeint, für mich jetzt auch das erste Mal. Deswegen kann ich euch da jetzt auch gar nichts Genaueres erzählen. Quasi über den Berg oder nicht. Das reiche ich später nach, wenn ich oben bin. Dann reiche ich euch die Informationen nach. Und wie ihr merkt, ich bin ein richtiger Bergsteiger. Ich bin schon am Schnaufen. Gucken wir mal, wo es hochgeht. Aber ich vermute mal, da lang. Auf der Kamera erkennen, was für eine Landschaft das ist. Ist schon mega. Ganz oben bin ich noch nicht. Ich will darüber aber so ein Stück Aufstieg machen. Aber jetzt setze ich mich erstmal 2-3 Minuten hierher und genieße die Aussicht. Geil. Richtig, richtig geil, Freunde. So, wie ich euch ja sagte, Aufstieg ist nicht geschafft, also wir müssen noch ein Stück hoch und das machen wir jetzt, weil ich will da hoch. Da hoch möchte ich und somit haben wir es noch nicht ganz geschafft. Aber guckt euch die Landschaft an, Freunde. Ist das nicht brutal? Brutal geile Landschaft. Krass, ich habe gar nicht gewusst, wenn ihr mal schaut, hier gibt es sogar Ringelnattern und andere Natternarten. Also ich habe bis jetzt hierauf leider noch keine gesehen. Ich würde es mega geil finden, die zu fotografieren. Da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf, mal so eine Ringelnatter zu fotografieren in freier Wildbahn. Aber das ist mir bisher noch nicht gelungen. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was.
Ja, das hier ist noch ein Teil des Aufstiegs. Hier geht es weiter. Also quasi hier geht es dann wieder jetzt nach oben. So Freunde, das Quälen hat sich gelohnt. Wir sind oben angekommen und schaut euch die Aussicht an. Krass, oder? Also alleine für das hat sich das Quälen schon gelohnt. Hier steht die Kirche. Da hinten oben, wo jetzt die anderen Leute stehen, werde ich nachher auch mal hochmarschieren und mir das angucken. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Richtung und schauen mal, was es da oben zu sehen gibt. Ja, mein Fazit, ich bin ja schon Staffelberg hochgelaufen, den fand ich jetzt nicht so anstrengend wie das Weiberler. Das Weiberler war nochmal ein Ticken anstrengender meiner Meinung nach, hier hochzulaufen, weil es halt einfach knüppelhart nach oben geht. 526 Höhenmeter, aber richtig steil. Das ist beim, ja letztendlich, ich sag mal, Staffelberg nicht der Fall, aber dafür hat sich das gelohnt, finde ich. Das ist auch mal eine Challenge, das muss man mal gucken, ob jemand Bock drauf hat. Da fragt man einfach mal. Und zwar von da unten darauf, also quasi querfeldein das Weiberler hoch. Nicht den normalen Wanderweg, sondern hier hoch. Schon krass, Leute. Geil. Ja, Freunde. Ihr seht, ich laufe jetzt da hinter den Berg. Da oben war ich noch nicht. Hinten auf der anderen Seite bin ich schon durch die Gegend gelaufen. Mega geil, richtig schön. Und jetzt laufe ich da hoch. Und dann wird es wieder langsam nach unten gehen, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Ja. Nochmal, wenn wir da oben sind. Und gucken mal, was da passiert.
Zweiweiler Kirche, habe ich mir vorhin schon gezeigt. Wenn der Bock drauf hat, sollte das echt mal in Angriff nehmen. Einfach mal hier rauflaufen, wenn man schon letztendlich so einen geilen Berg in der Gegend hat. Ich glaube, von der Natur mega komplett sogar. Die Herbstfarben, richtig geil. Ja, so ist das. So was kann man nur sehen, wenn man rausgeht und den Berg besteigt, Freunde. Stein, errichtet 1911, Kirche Ambach, Wiesenhau, Leutenbach, haben mit dem Verein dann nach 1000-jähriger Gründung des Königstums den Stein hier hingestellt. Würde ich jetzt wohl sagen, was anderes kann ich dazu nie sagen. Aber ist schon geil, Freunde, guckt euch das an. Die Aussicht ist schon total krass. Schauen, vielleicht kriege ich ja den Heiko dazu, das Weiberler hier unten drauf zu laufen. Da müssen wir mal schauen, da muss ich den Markus mal fragen. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder am Auto angekommen. Also das Ganze ist ungefähr, ich sag mal, 2 Stunden mit Auf- und Abstieg, je nachdem, wie lange man sich oben aufhält. Eine schöne Wanderung, die durchaus anspruchsvoll ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Es ist jetzt zwar ein Wanderweg, aber doch schon schön knackig. Also jetzt nicht so larifari, sondern schön knackig. Ja, und das soll das Ende vom Video gewesen sein. Und was ich noch dazu sagen will ist, ihr kennt das Spiel, ihr kennt die Prozedere. Button klicken, liken, abonnieren, kommentieren. Das würde mich sehr freuen, damit mein Kanal nach vorne geschoben wird, damit die Leute mich sehen. Gerne auch konstruktive Kritik, sehr gerne. Dann würde ich sagen, kommentieren, liken, teilen, abonnieren. Wir sehen uns, haut rein, bis dann.